Ich rufe zu Gott, ich schreie. Ich rufe zu Gott, dass er mich erhört. Hat Gott vergessen, dass er gnädig ist? Da sagte ich, das ist mein Schmerz, dass die Rechte des Höchsten so anders handelt. Mit diesem Versen aus dem biblischen Liederbuch, dem Psalm 77, möchte ich Sie alle herzlich zur Vernissage Beziehungskisten begrüßen. Ein besonderer Gruß gilt Det Blumberg, dem Schöpfer dieser Skulpturen. Er wird uns nachher darüber erzählen. Begrüßen möchte ich ebenfalls die Band der Musik, Jazzband der Musikschule Dockenburg. Jazz, ein Musikstil, der nicht für alle in die Kirche gehört. Es gibt solche, das sagen, das seien satanische Klänge. Aber so genau wissen wir nicht, welche Musik im Himmel gespielt wird. Vielleicht werden wir alle noch überrascht werden. Jazz ist nahe am Leben dran, nicht in idealistischen Sphären. Ebenfalls begrüßen möchte ich Ottmar Hetzel, den Initianten, Organisator, Netzwerker, Strippenzieher und Fundraiser dieser Ausstellung. Eine gute Organisation ist immer auch gute Seelsorge. Diese Ausstellung will aber mehr sein als eine Ausstellung. Beziehungskiste heißt sie. Klingt nicht gerade lammfromm, schon gar nicht biblisch. Tönt auch nicht unbedingt amächerlich. Eine Beziehung soll sich entwickeln. In einer Kiste drin steckt man. Und das ist eines der Dilemmas, das ich aus diesem Titel heraushöre. Beziehungskiste. Was ich will, das habe ich nicht. Was ich habe, das will ich nicht. Bis zum 5. April hören und sehen wir, was denn eine Beziehung zu einer Beziehung, eine Kiste zu einer Kiste macht. Wir betrachten Skulpturen, hören dazu Geschichten und Musik. Wir lassen es zu, dass unsere Fassade angekratzt wird, wie das Holz dieser Figuren bearbeitet, geschnitten, zerkratzt erscheint. Beziehungskisten, das ist kein kirchisches Wort. Der Duden umschreibt es so: mit allerlei Schwierigkeiten verbundenes, ungeklärtes Verhältnis zwischen dem Partner einer Zweienbeziehung. Toll. Steckt einiges drin. Schwierigkeiten, ungeklärtes Verhältnis, Partner, Beziehung. Ja, solches geht uns ein wenig gegen den Strich. Wir hätten es doch so gerne friedlich, harmonisch, gerecht, pflegeleicht, klimaneutral und gendergerecht, herzlich oder fromm ausgedrückt christlich, sofern man christlich auf nett sein reduziert. Aber nett ist der andere ja nur, wenn er tut, was ich will. Die Erfahrungen zeigen eine andere Realität. Die Realität des Lebens der Zeit ist weder nett noch blank poliert, wie zum Beispiel Marmorskulpturen eines Michelangelo der Renaissance, in Stein gehauener, blank polierter, platonischer Eros. Die Realität ist kantig, ungehobelt, rissig, wie die Figuren hier. Im Zusammenhang dessen ist mir in den Sinn gekommen, Jesus war ja der Sohn eines Zimmermanns und nicht eines Schreibtischtäters. Über Jahrhunderte hinweg versuchten ja die Schreibtischtäter der Philosophie oder der Kirchen, die Realität glatt zu polieren. Ein Beispiel dafür ist der Katechismus unserer katholischen Kirche. Er umfasst 2685 Paragraphen. Und es gibt gläubige Hirten und Oberhirten, die meinen, wenn man alles glaube und sich an alles halte, was im Katechismus steht,
dann geht alles auf. Aber es geht nicht auf. Die Realität spricht eine andere Sprache. Immer mehr Menschen verabschieden sich von den Kirchen und schließen sich den säkularen Moralisten an. Sie haben das Erbe der Kirche angetreten. Sie wollen alles besser machen und setzen medial die Themen. Auch sie glauben, wie einst die Kirchen, genau zu wissen, was zu tun sei. Wenn all ihre Vorschläge befolgt würden, ein Ruck durch die Gesellschaft geht, dann geht dann einmal alles auf. So sagte unlängst ein bekannter Politiker der säkularen Moralisten, eine gerechte und glückliche Gesellschaft innerhalb der planetarischen Grenzen, dafür setzen wir uns ein. Nun, Katholiken und Katholiken meiner Generation oder der Älteren wurden einst damit gepiesackt, was unter der Bettdecke erlaubt sei und was nicht. Und unter der Bettdecke war so ziemlich alles verboten. Die säkularen Moralisten pisaken uns auf ähnliche Weise mit Anweisungen, was auf den Teller kommen darf und was nicht. Und da ist auch ziemlich viel verboten. Eine gerechte und glückliche Gesellschaft, dafür setzen wir uns ein, sagte dieser Politiker, innerhalb der planetarischen Grenzen. Dieser Ausdruck machte mich stutzig. Ist das nicht eine Umschreibung der fundamentalen Beziehungskrise, in der wir alle hineingepackt wurden? Unser Leben. Wir leben in der Kiste unseres Planeten, woanders könnten wir gar nicht überleben. Und eben in dieser Kiste steckt einiges drin, wie es der Duden umschreibt: Schwierigkeiten, ungeklärte Verhältnisse, Partnerbeziehungen. Die Kisten des Lebens lassen uns an die Grenzen stoßen, lässt uns Anstoß nehmen am Nächsten und Übernächsten, am Grundsätzlichen und überhaupt. In der Kiste des Lebens ringen wir auch mit dem, der uns in diese Kiste hineingepackt hat, Gott, dem Schöpfer des Himmels und der Erde, so wir an ihn glauben und nicht behaupten, außerhalb der Kiste der planetarischen Grenzen gäbe es nichts. Ich rufe zu Gott, ich schreie, ich rufe zu Gott, dass er mich hört. So manche unserer Vorstellungen, an die wir uns klammern, auch Gottes Vorstellungen, werden über den Haufen geworfen. Nicht nur in dieser Ausstellung, schon in der Bibel, sofern wir sie nicht glatt polieren. Im eigenen Leben, sofern wir es nicht schönreden. Auch nicht in der Kunst, sofern wir nur das Glattpolierte als Kunst gelten lassen. Wenn ich bis in den April jeden Morgen dann hier in diese Kirche komme, die Skulpturen anschaue oder vielleicht auch über sie stolpern werde, dann werde ich daran erinnert, das Leben verläuft nicht glatt. Das Leben ist eine Beziehungskiste auf allen Ebenen, ein Dilemma auf alle Seiten hin. In den verschiedenen Abenden bis in den April hinein höre ich dann, wie ich mir eventuell andere Sehgewohnheiten aneignen kann. Ich rufe zu Gott, ich schreie, ich rufe zu Gott, dass er mich hört. Meistens rufen wir, Gott soll uns doch von dieser oder jenem befreien, aus der Kiste herausholen. Das geschieht aber erst, wenn ich in der letzten Kiste liege, im Sarg. Bis dahin kann ich nicht von der Kiste, von der Beziehungskiste des Lebens befreit werden. Es geht deshalb nicht um die Befreiung von der Kiste. Es geht darum, so etwas wie die innere Freiheit in der Kiste zu finden. Und dies spüren die Beiträge an den 8 Abenden bis in den April hinein nach. Höre ich nicht nur, was ich hören will, sehe ich nicht nur, was ich sehen will, dann kann ich in der Beziehungskiste des Lebens zu neuer Freiheit finden. Wie das gehen kann, dazu gibt uns heute Abend jetzt auch
Det Blumberg, der Schöpfer dieser Skulpturen, einen ersten Anstoß. Aber hören wir das nächste Stück. Darn That Dream. Diesem Thema Beziehungskisten vor 7 Jahren anfangen zu denken über das, was mein Leben geprägt hat. Ich habe damals mein inneres Kind entdeckt. Und deswegen kommt der Kerl jetzt da ein bisschen weg von seinem Podest da unten. So geht's nicht. Detti ist nämlich ziemlich neugierig. Und in meinem Atelier habe ich die Skulptur so stehen gehabt, wenn ich die anderen geschnitten habe. Ich kann das doch. Was bin ich eigentlich? Wer bin ich eigentlich? Das ist im Laufe der Jahre gekommen, dass ich das entdecken durfte. Der Einstieg in diese Aufbereitung meines Lebens, das Entdecken des inneren Kindes, habe ich den Kapuzinern zu verdanken. Zwei sind heute da. Ich hatte die Skulpturen das erste Mal mit Ottmar Hetzel zusammen. Danke, Ottmar. Ottmar ist mein ständiger Wegbegleiter, wenn es um diese Ausstellungen geht. In Mogelsberg gezeigt und wir hatten ein Gästebuch aufgelegt, in dem stand dann, im Kreis dieser Frauen möchte ich Ostern feiern. Man dachte, das ist ja nicht der Herr. Da bin ich gespannt. Josef Haselbach. Ich habe mir erkundigt, wer dieser Josef Haselbach ist. Guardian im Kapuzinerkloster Wiel war er. Ich habe ihn angerufen, wir haben uns getroffen. Und das allererste, was er mir nach einem kurzen Gespräch gesagt hat, bevor wir zusammenarbeiten, musst du erst mal ruhiger werden. Du gehst hier das erste Mal für 10 Tage in ein Kloster
und dann fahren wir runter und dann sehen wir weiter. Wir machen was. Und so bin ich bei Beat Pfarrmatter gelandet im Brieg. Und dann kam ein langer, langer, langer Weg. Den habe ich nicht allein gehen können. Es war steinig. Das hat wehgetan. Aber es war mir klar, ich muss mein Leben aufarbeiten, denn ich habe viel zu viel einstecken dürfen. Erst einmal diesen Satz. Ich bin meinem Vater überhaupt nicht mehr böse dafür. Im Gegenteil, er hat mir ja viel geholfen damit. Aber wenn man als junger Mann diesen Satz immer wieder im Ohr hat und diese Einstellung reißt sich zusammen, was soll dann aus einem werden, wenn man eigentlich sensibel ist, wenn man Architektur und Kunst studieren möchte? Der Vater ist General, Kommandeur. Man macht es ihm gleich, man möchte ja dem Vater gefallen. Keine leichte Funktion. Zur Bundeswehr, zur Luftwaffe hätte ich gehen sollen, seiner Meinung nach. Eine steile Karriere. Bundeswehr niemals. Ich gehe meinen Weg. Ich kann das doch. Bin zur Polizei gegangen. Habe ein Jurastudium angefangen, Zwischenreihen. Verwaltungsrecht. Und stehe da ab und zu, schaue in den Spiegel, ziehe meine grüne Uniform an, sehe da die silbernen Sterne auf der Schulter und denke mir, bist denn du ein Weihnachtsbaum? Was soll das? Aber das ist ja keine Perspektive. Also, bitteschön, reiß dich zusammen, du kannst das doch, ab in den Dienst. Egal was kommt, durch dick und dünn. War zu wenig für mich, weil ich unzufrieden eigentlich war. Und so habe ich in jungen Jahren in der Ausbildung auch gewisse Abenteuer gesucht, Spezialausbildungen gemacht in waffenloser Selbstverteidigung, im Umgang mit Schusswaffen. Ein ganzes Jahr fast nur in der Art. Dann Dienst in Uniform. Zwischenrein kam eine kleine Nachricht, Treffen im Polizeipräsidium Augsburg. Besprechung, Blumberg geht auf Lehrgang, hieß es offiziell. Nicht einmal mein Inspektionsleiter wusste, wo ich bin. Besser so. Ich habe harte Sachen erlebt. Ich war hart. Ich war notgedrungen, gelegentlich auch brutal. Naja, Steigerungen immer mehr und mehr. Unzufriedenheit immer mehr. Und irgendwann der Punkt, wo ich sage, nein, das ist nicht mein Weg, das kann nicht sein. Weg, Schluss, aus. Die Härte, die ich gespürt habe, haben meine Mitmenschen deutlich an mir auch gemerkt, meine Familie auch. Die Ehe hat auch nicht lange gehalten, nach 5 Jahren war Schluss. Es war nicht zu machen mit mir. Ich habe die Kurve gekriegt. Aber auf eine harte Art. Und die letzten 7 Jahre habe ich auf guten Wegen gehen dürfen, angefangen bei Exerzitien, bei dir, Beat, und dann auf dem Weg mit meiner jetzigen Partnerin. Wir haben uns gefunden zu dieser Situation, Berufung gehen müssen. Schreibt Professor Georg Langenhorst, der hier die Skulpturen kommentiert hat. Wie schön wäre es, einen Ruf zu hören, wie ein Priester, wie ein Prophet, wie ein vorbestimmter Liebender, wie ein Künstler. Etwas weiter unten schreibt er, nie weißt du, ob der Ruf aus deinem Inneren oder von Gott kommt. Oder vielleicht ist das sogar dasselbe. Eins aber ist gewiss, der Ruf macht einsam.
dich und andere. Und genauso habe ich es erlebt. Der Ruf, die Kunst, meine Leidenschaft, erzählen mit anderen Medien, mit anderen Worten, mit Bildern, mit Skulpturen, mit Fotografie, immer unter Menschen sein, für Menschen schaffen, oft in tiefer Konzentration über Wochen hinweg, manchmal vergeistigt, aber immer da, wo mich der Ruf eigentlich auch hingezogen hat. Bei mir kam noch ein weiteres Erlebnis dazu. Mich hat noch jemand gerufen, da drüben steht er. Das konnte dann keiner mehr verstehen in meinem Umfeld. Ich war doch aus der Kirche ausgetreten, hat doch gar keinen Platz mehr gegeben in meinem Leben für Gott, wo auch. Und jetzt ist da ein Polizeibeamter, der aufgehört hat, weil er es nicht mehr schaffen konnte, der immer noch geprägt war von seiner rauen Art, der Familie hat. Ich habe inzwischen wieder geheiratet. Rau, anders. Keiner kann das verstehen. Mexiko, meine Leidenschaft. Ich bin ziemlich oft drüben gewesen. Und beim allerersten Mal, auf der ersten Reise, hatte ich ein Erlebnis, das alles über den Haufen geschmissen hat. Ich habe Ihnen erzählt, ich war aus der Kirche draußen als junger Mann. Gott, habe davon gehört, aber hatte keine Bedeutung für mich. Und in Mexiko beim ersten Mal haben Freunde mich immer wieder rumgeführt, wollten mir die schönsten Plätze zeigen. Viele davon goldene Kathedralen. Raubgold an den Wänden, Unterdrückung, überhaupt nichts für mich. Von Mal zu Mal ist es mir in diesen Kathedralen schlechter gegangen. Bis ich dann einmal in einer gestanden bin, drei Seitenaltäre, drei Absidien, alles voll mit Gold, vom Boden bis zur Decke rauf. Wo will ich da Gott finden, ist mir durch den Kopf geschossen. Dreh mich um, wütend, will raus aus dieser Kathedrale. Und da stehe ich plötzlich vor einer kleinen Seitenkapelle. Kein Gold. Aus buntem Papier mit der Schere ausgeschnitten Girlanden. Am Boden Saatgut zu Teppichen, Blütenblätter, kleine Engelchen irgendwo schön angeordnet zu einem unheimlich tollen Bild. Und der Augenblick war für mich, als würde mir jemand auf die Schulter tippen und sagen, da findest du mich. Ich bin raus aus der Kathedrale. Ich war ziemlich durcheinander, bin spazieren gegangen, bin ruhiger geworden, bin wieder zurückgeflogen nach Bayern, in mein kleines Dörfchen, wo ich damals eine Schmiede hatte. Bin in die Kirche gegangen mal. Was machen die da? Hab Menschen getroffen, war damals in einer Arbeitsgruppe, die fürs Dorf kulturelle Dinge gemacht hat, eine alte Kiesgrube wieder sauber angelegt und einen Feldgottesdienst arrangiert. Komisch, auf einmal sehe ich,
da sind ja auch Menschen dabei und nicht bloß irgendwelche goldbestickten Pfaffen oder irgendwelche Theoretiker. Ich bin dann bei diesem Gottesdienst im Anschluss, wir haben nämlich dann die Bänke, die schön auf einen Altar ausgerichtet waren, umgestellt. Und wie das in Bayern üblich ist, kommt erst einmal nach dem Gottesdienst das bayerische Gotteslob, ein Weißbier, Bratwürstel, der Pfarrer mittendrin. Und ich bin hin zu ihm und sage, ich könnte mir vorstellen, wieder in die Kirche einzutreten. Ja. Ja, nicht mehr? Wo bleibt der Jubel? Der kam aber nicht. Er hat gesagt, wenn Sie mich brauchen, dann kommen Sie. Sie wissen ja, wo ich wohne. Okay, ich habe das dann immer und immer wieder gemacht. Und nach einiger Zeit tatsächlich dann in die Kirche eingetreten. Ja, Beziehungskisten. Leben wir in statischen oder beweglichen Beziehungen? Leben wir in vorgegebenen Mustern oder bewegen wir uns frei? Und vor allem, welche Einflüsse von außen haben unseren Weg beeinflusst? Welche positiven und negativen Einflüsse haben wir mitgenommen aus unserer Familiengeschichte? Inwieweit müssen wir menschlichen Regeln folgen? Und wo müssen wir immer wieder auch menschliche Grenzen überschreiten und Neuland betreten? Und wo und wann kommt Gott ins Spiel oder das Schicksal? Manchmal sind die Türen zum anderen verschlossen und manchmal weit auf. Beziehungskisten. Abraham, Isaak und Jakob sind aufgebrochen. Auf den Impuls von Gott hin haben sie Neuland betreten. Diese Urväter und ihre Frauen werden als Menschen mit Stärken und Schwächen beschrieben. Ja, manchmal sind ihre Schwächen gerade das Einfallstor Gottes. Wir haben ja ein eindrückliches Beispiel gehört. Jesus hingegen ist an die Ränder der Gesellschaft gegangen und hat mit allen Menschen unvoreingenommen Kontakt gesucht. Unsere Jesusfigur steht im Mittelpunkt in diesem Jubiläumsjahr und die Figur füllt den Raum dieser Kirche sehr stark aus. Er kommt auf uns zu und uns entgegen. Sind wir bereit für eine Begegnung mit dem Auferstandenen? Wir feiern heute das Leben, das bringt vor allem die Jazzband zum Ausdruck. Und ich freue mich, dass die alten Bande nach Wattwil auf diese Art und Weise wieder aufgefrischt werden. Wir sind Menschen, die Gemeinschaft suchen und doch auch Individuen sind. Wir möchten lieben und geliebt werden.
Wir möchten frei sein und brauchen doch auch Geborgenheit und Schutz. Wir sind Persönlichkeiten und doch auch Teile unserer Familien. Beziehungskisten, ein weites Feld. Dazu werden wir uns an 8 Abenden Zeit nehmen, um anhand der unterschiedlichen Skulpturen das Thema lebendig zu machen und den Dialog mit der Musik etwas in Ihnen hoffentlich zum Klingen bringen. Fragen auslösen, alte Erlebnisse lebendig werden lassen oder vielleicht einfach Zusammenhänge erkennen. Hier und da ist heute Abend bestimmt etwas aufgeblitzt. Und ich finde es toll, dass wir hier an diesem Ort diese Seite des Lebens zeigen können. Gebrochene Geschichten, Geschichten, die über Umwege zu Gott führen. Ja, ich glaube gerade, das ist in unserer Zeit angesagt. Nicht einfach dazugehören, sondern wissen, warum. Erlitten, erlebt, aufgebrochen, durchwandert. Das macht hoffentlich im Guten unsere Zeit aus. Und das werden wir hoffentlich der nächsten Generation weitergeben. Ich freue mich, dass wir diese Ausstellung als Teil des Jubiläumsjahres hier bei uns in der Kirche als erstes haben dürfen und dass solche Geschichten auch in der Kirche Platz haben. Und ich hoffe, dass Sie ein bisschen Lust bekommen haben, sich mit auf den Weg zu machen, durch diese Figuren und Lebensgeschichten hindurch, auch an der eigenen Geschichte weiterzuarbeiten, sich vielleicht auch dem einen oder anderen unbequemen Thema zu stellen und dann immer wieder zu spüren, dass er auf uns zukommt, uns entgegengeht und hier und da einfach sagt, schön, dass du da bist. Schön, dass ihr da seid und den heutigen Abend zum Fest macht.